Herzlich willkommen bei D18 Fotovlog Nummer 11. Wir sind zum zweiten Mal zweistellig. Entsprechend rückt die Pubertät dieses Vlogs näher. Wunderbar, es geht jetzt weiter in die nächste Schleife. Dieses Mal kommt mein Gruß nicht aus meinem eigenen Fensterbrett oder meiner Küche, sondern aus dem Garten meiner Eltern auf der schönen Nordseeinsel Föhr. Mit dabei ist wie immer die gute Tasse. Die hat den Weg hierher gefunden. Und zwar eingewickelt in meinem Koffer in T-Shirts und Socken, damit sie stoßfest hier ankommt. Ich weiß nicht, ob sie die Reise sonst überlebt hätte. Der Weg war doch ganz schön weit von Berlin hierher, aber sie ist dabei und sie funktioniert. Ihr seht, da ist Kaffee drin, da läuft nichts aus. Der Plan ist aufgegangen. Auf dieser Insel entstand nämlich sogar die Idee für den Vlog, nämlich die erste Ausgabe wurde hier oben in diesem Haus hinter euch in der Küche gedreht und jetzt ist quasi die 11. Ausgabe wieder hier gemütlich im Garten im wunderbaren Sommer an der Nordsee. Also so soll das sein. Beim letzten Mal habe ich euch gebeten, mir mal zu sagen, Mensch, habt ihr vielleicht eigene Videokanäle, von denen ich noch nichts weiß, die ihr mir mal zeigen könnt, damit ich im Zweifelsfall auch mal sehen könnt, was ihr so treibt und auch weiterempfehlen kann, was ihr da so macht, weil das ist mir eigentlich ein Anliegen, dass ich nicht nur als quasi so Fernsehsenderersatz unterwegs bin, sondern gerne mit euch in Kontakt sein möchte und sehen möchte, auch was ihr so treibt. Und ich habe sozusagen den ersten Hinweis bekommen, der ist irgendwie tatsächlich unter meinem Radar durchgerutscht. Der Danny mit seinem Kanal Flanell Kameras und Film, der hat einen eigenen Videokanal, macht ganz tolle Kamera-Reviews, also von analogen Zeugs, hauptsächlich ganz tolle Sachen. Kann ich nur empfehlen. Ich werde ihn verlinken hier unten in den Shownotes, damit ihr auch da einfach direkt draufklicken könnt und direkt hin könnt zu seinem Kanal. Und bei Facebook, bei D18 Foto, habe ich das auch schon gepostet, was man da finden kann. Tolle Sache, freut mich sehr, nicht alleine zu sein auf dieser großen, weiten Internetwelt. Das ist eine super Sache. So, dann ging es ein bisschen darum, noch die Diskussion aufzunehmen, digital oder analog. Da habe ich ja euch ein bisschen so meine Einschätzung der Dinge erzählt. Das ist natürlich auch mal nur ein kleiner Ausschnitt und nicht die komplette Gedankenwelt zu dem Thema, die ich sozusagen zu teilen hätte. Aber viel spannender fand ich eigentlich die Frage, wie reagiert ihr eigentlich darauf und interessiert euch das eigentlich, diese Diskussion, die manchmal so ein bisschen im Netz ausbricht, wo dann die großen Kämpfe von, das eine ist die echte Fotografie und das andere ist ja die modernere Fotografie oder ist vielleicht das alles ganz anders. Und das ist eigentlich mal so ein bisschen eine Frage, dieser Kampf ist ja, der klingt ja immer so künstlich, aber er findet ja tatsächlich real statt. Es gibt ja ganz viele Leute, die sich ganz viel Gedanken machen zu dem Thema und sich sehr ausbreiten und auch manchmal ein bisschen, sehr meinungsstark unterwegs sind, sagen wir mal so. Und auch gerne in die Konflikte gehen und dann gibt es da Zoff und Zank und das ist hat sich mir immer so ein bisschen als, ja, ich habe nie so ganz verstanden, worum es dabei geht, was das eigentlich soll, weil ich diskutiere ja auch nicht mit Leuten darüber, ob Fußball oder Handball der bessere Sport ist. Es ist ja völlig okay, wenn beide Sportarten da unterwegs sind und eine eigene Fangemeinde haben und man sich mal trifft zum gemeinsamen Bier und sich austauscht, wie die eigene Mannschaft gespielt hat. Es ist doch völlig egal, womit der andere so einen Spaß hat. Also dieses Leben und Knipsen lassen. Ja? Also das ist so ein bisschen der Gedanke, der bei mir immer dabei war. Und ich habe nicht diese ganzen Glaubenskriege verstanden. Und wenn ich mir eure Kommentare so angucke, auch bei euch ist das eher auf Unverständnis getroffen, dass da wirklich hart diskutiert wird. Und der Kollege Danny, wie gesagt, nennt das Ganze den Unterschied zwischen Rohrzange und Kneifzange. Für beides gibt es verschiedene Werkzeuge und die haben verschiedene Aufgaben, die man verschieden einsetzen kann. Wenn man das eine braucht, macht man das eine. Wenn man das andere braucht, macht man das andere. Also relativ entspannt. Da wart ihr euch eigentlich alle einig. Also ich habe bisher keinen in den Kommentaren gehabt, der wirklich sagt, ne, also analog pur, alles andere ist doof. Sondern eher nach dem Motto, ich stehe eher auf das oder ich benutze das für das und benutze eher das für das. Also sehr, sehr konfliktfrei und wohlmeinend die Nachbarknipsern gegenüber. Das freut mich sehr, dass ihr, die ihr mit bei mir zuguckt, da eine ähnliche Einstellung folgt wie ich. Ganz, ganz wunderbar finde ich die Beschreibung von Michael, der so ein bisschen erzählt, was das für ein Erlebnis ist, analog zu fotografieren. Das finde ich eigentlich eine der spannenden Diskussionen. Wie fühlt sich eigentlich Fotografie an, wenn ich digital unterwegs bin oder wenn ich analog unterwegs bin? Weil ich glaube, da gibt es wirklich Unterschiede zu verzeichnen, aber auch das ist wieder sehr persönlich, weil der eine erlebt das so, der andere so. Also der Michael beschreibt so sehr diese Herausforderung des Dastehens und zu überlegen und nicht ausprobieren zu können, sondern wirklich zu sagen, ich muss jetzt mir vorher überlegen, was ich mit dem Bild machen muss, damit es funktioniert, wie ich es haben möchte. Und kann nicht sagen, okay, mach mal 3-4 Bilder, guck es mir an auf dem Bildschirm und sag, okay, ich steuere nochmal nach, sondern wirklich sagen muss, okay, der Gedankenprozess wird vorgeschaltet und der Bereich von Photoshop ist sozusagen nicht mit eingepreist bei dem, was man macht, sondern im Notfall vielleicht am Ende nochmal, aber in Wirklichkeit ist eigentlich der Charme der analogen Fotografie ganz häufig, dass man darauf verzichten kann, einen weiteren digitalen Schritt zu machen am Ende, es sei denn, man möchte es. Man kann natürlich, wenn man möchte, gar kein Problem. Wenn man die Negative scannt und das dann weiter bearbeitet, ist alles wunderbar und legitim, aber
Das ist eigentlich nicht der Kern des analogen Fotografierens, sondern zu sagen, okay, ich und meine Kamera haben jetzt hier einen Auftrag und wir überlegen uns, wie kriegen wir das hin. Und dann wird das Bild gemacht und dann lebe ich eigentlich mit dem Ergebnis. Also das ist eine sehr spannende Herangehensweise und er schildert das wirklich hier sehr ausführlich und sehr interessant, was sozusagen seine Erfolgserlebnisse sind mit dem Velvia, mit dem er gearbeitet hat. Also im Prinzip ein sehr farbstarker Diafilm, der wirklich ganz hervorragend die Farben rausarbeitet, ganz, ganz leuchtende Farben, sehr, sehr schön. Und wenn es dann wirklich klappt, dass es mit der Entscheidung zwischen der 1:250 oder 500 Sekunde oder welche Blende brauche ich da, um sozusagen das ganze Farbspektrum, die ganze Tiefe und die Helligkeitsunterschiede abzufangen. Da ist ja so viel, was man da sich anguckt, wenn man länger auf so eine Szene guckt, worauf man achten könnte. Und das dann sozusagen selber im Gedanken zu machen und dann am Ende das einzufangen und zu sagen, das Ergebnis ist tatsächlich das, was ich haben wollte, das ist schon wirklich was Besonderes. Und beim Dia-Film ist er noch besonders interessant, weil der einem nicht so viel vergibt. Also mit so einem Schwarz-Weiß-Film oder mit gerade so einem C41-Film, so ein normaler Farbfilm, der vergibt einem doch relativ viel. Da kann man mal eine Blende drüber, drunter sein, das ist nicht so schlimm. Dia-Filme haben eine wesentlich schmalere Bandbreite von dem, was sie einem erlauben, an Fehlern, die man machen darf. Und wenn man dann tatsächlich sagt, ich traue mich an dieses Material ran und arbeite damit, dann wird auch viel mehr vorheriges Denken erwartet und auch gebraucht. Und wenn man keinen Belichtungsmesser in der Kamera hat, sondern mit einem externen Belichtungsmesser auch noch arbeitet, dann wird es sozusagen ganz virtuos und spannend. Vielen Dank fürs Teilen, Michael. Das finde ich wirklich eine schöne Beschreibung. Da hatte ich nochmal gefragt, warum bei mir so wenig Mädels zugucken oder Damen, Frauen, weibliche Wesen. Weil ich habe gesagt, hinten bei YouTube kann man immer ganz gut die Statistiken sie angucken. Da stelle ich fest, dass hier da eigentlich überwiegende Teil Kerle sind, die mir zugucken. Und ich habe mich einfach nicht, also dachte ich, bitte Mädels, guckt zu, sondern ich würde gerne wissen, woran das liegt. Vielleicht ist das tatsächlich einfach ein Zufall oder... Das ist einfach ein Mysterium, was sich mir nicht ganz erschlossen hat. Und der Tipp, was ich sozusagen tun sollte, damit es hier ein bisschen mehr weibliche Zuschauer gibt, kommentiere ich jetzt nicht. Aber danke für den Hinweis. Also wir versuchen beim nächsten Mal ein bisschen polaroidiger, hipsteriger zu werden. Vielleicht hilft das ja. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wir testen es einfach mal aus. So, dann gibt es nochmal den Hinweis vom Felix, der selber nochmal erzählt von seinen alten Pinhole-Kameras, die er inzwischen gesammelt hat und viel mit Toy-Cameras arbeitet und äußert sich auch nochmal zum Thema digital-analog, ja. äußert sich zum Dialog, analog, und beschreibt das dann, den Unterschied zwischen Pinsel und Bleistift oder Nagel versus Schraube, also auch da, komm Leute, hört mal auf, ist doch alles egal, Hauptsache wir haben alle Spaß beim Schießen. Und dann nochmal den Hinweis, dass ich habe ja euch erzählt, dass ich gerne mir ein Fotolabor einrichten möchte, um auch selber Abzüge zu machen und da ein bisschen die Schwierigkeiten habe, einen Raum zu finden, den ich richtig dunkel machen kann und den ich auch so einrichten kann, damit ich ihn benutzen kann. Momentan geht der Gedanke Richtung Keller, da fehlt natürlich fließend Wasser. Strom ist da, fließend Wasser nicht, also muss man ein bisschen mit Eimern arbeiten. Das sind alles so ein bisschen Sachen, die einen so aufhalten. Und da gab es nochmal den Tipp zu sagen, naja komm, also nachts ist ja die Welt sowieso dunkel. Wenn du dann noch die Rollos runter machst, dann reicht das eigentlich schon fast aus für ein Fotolabor. Das stimmt, denn gerade bei Papier ist es ja so, dass die ISO-Zahlen relativ niedrig sind. Also so ein Fotopapier liegt so um die 5, 6 ISO, das heißt sehr, sehr lichtunempfindlich. Da ist viel mehr erlaubt, als wenn man zum Beispiel mit Filmen arbeitet. Eine Filmentwicklung muss in kompletter Stockdunkelheit passieren. Das heißt, deswegen benutze ich auch diesen Wechselsack. Da kommt nichts an Licht rein, wirklich bei Null. Und dann hat man eine gute Chance, auch den Film sicher in die Dose zu kriegen. Mit Papier bei der Entwicklung, wenn man sagt, das Ding hat so eine ISO von 6 und der Raum ist wirklich komplett dunkel. Aber wenn es halt mal nicht hundertprozentig ist, ist es auch nicht so ganz schlimm. Ich habe bei ein paar Leuten geguckt, die zum Beispiel bei dem Kanal PD Exposures, von dem ich euch ja erzählt, die haben auf ihrer Homepage auch so einen Bereich, der nennt sich Red Light District. Da schicken Leute ihre Fotos ein und zeigen, wie ihre eigenen Fotolabore aussehen. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich von der Intensität des Ausbaus und von dem Aufwand des Equipments und von der Art und Weise der Anordnung. Und da gibt es auch Leute, die einfach ihre Küchen oder ihre Badezimmer benutzen und einfach das Fenster abhängen mit irgendwas oder Pappe daran klemmen oder so. Da kann man ganz viel auch lernen und wahrscheinlich muss ich da einfach nicht so vorsichtig sein, sondern einfach ein bisschen drauf losbasteln und mal gucken, wie das so geht und ausprobieren. Denn das Schöne ist, einen Film kann man ja verhunzen, wenn man was verkehrt macht bei der Lichtgeschichte. Wenn so ein Bild nicht ganz klappt, da sagt man ja, okay, machst halt ein neues Bild, solange die Negative heil bleiben, hat man immer noch mal eine zweite Chance. Deswegen ist da viel mehr Möglichkeit mit dem Ausprobieren durchaus geschaffen. Das packen wir bald mal an. Ich hoffe, dass da spätestens im Herbst Zeit für da ist, mich da drauf zu stürzen. So, was haben wir noch? Wir haben ganz viele Dankeschöns.
Achso, auch nochmal zum Thema digitale Fotografie. Da war noch ein bisschen die Frage der Masse der Bilder. Gucken, wer das geschrieben hat. Das kam von Thomas. Der sagt, manchmal kann man es dann mit dem Kopf schütteln, wenn man sich so anguckt, wie viele Bilder Leute eigentlich so einfangen, die digital fotografieren. Das heißt, die Unbegrenztheit des Speichers heutzutage, wenn man so eine Speicherkarte anguckt, da ist ja wirklich unglaublich viel Platz drauf. Und selbst wenn man im RAW-Format schießt, wo es ja wirklich riesen Dateien gibt, hat man so viel Platz auf den Karten. Und das heißt, da kommt eine neue Karte rein, da kann man da tausende von Bildern durchnageln. Und die Frage ist ja so ein bisschen auch, die sich mir stellt, also gar nicht so sehr, also es gibt ja auch die Frage, ist das eine Entwertung des Fotos, weil es halt so viele gibt, je mehr Fotos, desto weniger ist das ein einzelne Wert. Das weiß ich nicht, aber was ich interessant finde, ist die Frage, der Aufwand, den man betreiben muss, um die Bilder nachher auszuwählen und dann nochmal nachzubearbeiten und zu sagen, macht man sich die Mühe wirklich? Also ich kenne das von mir auch, wenn ich eine Rolle Fotos geschossen habe, dann gucke ich mir wirklich jedes der 36 Bilder an und nehme jedes Bild bewusst wahr und dann ist irgendwie auch eine höhere Nähe zum wirklichen Produkt bei mir da. Wenn ich mir meine Digitalkamera schnappe und losziehe, dann schieße ich schon inzwischen weniger, seitdem ich analog schieße, als ich das früher gemacht habe, weil ich sozusagen einen Lerneffekt oder einen Transfereffekt merke, dass ich mit der digitalen ähnlich schieße wie mit der analogen, also bedachter und bewusster und langsamer. Aber es ist natürlich schon so, es gibt gewisse Szenen und gewisses Shootingverhalten, wo Leute einfach sagen, komm, alle Bilder mitnehmen und eins dazwischen wird es schon sein. Das ist natürlich gerade bei Sportgeschichten super, wo man dann einfach sagt, okay, komm, Knopf runterhalten und da wird halt hier im so und so viele Frames per Second durchgenagelt, damit man einfach in der Bewegung das richtige Bild hat. Irgendeins wird schon scharf sein. Oder in der Szene, wenn sozusagen Leute die Augen zukneifen, dass man sagt, okay, das Auge ist zu, aber das nächste Bild ist es dann. Da gibt es sozusagen auch Sachen, die dafür sprechen. Aber ich finde immer, der Aufwand des Bilderdurchsuchens, des Löschens, des Auswählens, des Bearbeitens ist so unendlich viel aufwendiger beim Digitalen als beim Analogen. Das schreckt mich immer ein bisschen mehr ab. Aber das ist so einer der Gedanken, der nochmal aufgeworfen ist, um die Menge, die es da geht. Und das Spannende bei den analogen Kameras, ist auch nochmal ein Hinweis von Thomas, ist, dass wir heute mit Kameras arbeiten können, die früher unerschwinglich gewesen wären. Also wenn ich mir überlege, was haben früher diese ganzen Kameras, mit denen wir heute so hantieren auf dem Gebrauchtmarkt, für hier ein Huni, da ein 50er, da irgendwie maximal mal 200, aber eigentlich eher finden wir was Günstigeres. Was früher ausgegeben worden ist für dieses Material, es war schon echt irre und heutzutage können wir sagen, also ich habe dann halt mal 2, 3 Kameras da und probiere die mal aus und muss mir nicht entscheiden, ob ich mir jetzt irgendwie eine Kiev Rangefinder kaufe und eine Minolta Spiegelreflex. So, ich kann sagen, gut, wisst ihr was, Leute, ich kaufe halt beide. Und dann kaufe ich halt mal die eine in dem einen Monat, die andere in dem anderen Monat, wenn das Taschengeld mal ein bisschen sparsamer einzusetzen ist. Aber das macht ja nichts. Man kann einfach sagen, komm, ich probiere es mal aus. Vielleicht gefällt mir das ja auch. Und diese Chance gab es vor 20, 30 Jahren nicht, weil das Zeug einfach viel zu teuer war. Und so ähnlich ist es halt mit den digitalen Sachen auch. Ich merke halt immer wieder, wie sich auch mein eigenes Preisverhältnis zum Thema Fotografie und geändert hat, seitdem ich analog fotografiere. Ich merke halt, wenn ich eine Kamera für 300 Euro bei eBay sehe und dann blätter ich weiter. Also ich habe eine einzige Kamera in dem Preissegment, die ich bei eBay gekauft habe, und das ist meine Mittelformatkamera, meine Bronica, dieses riesengroße Geschoss, was ich euch vor kurzem mal gezeigt habe. Da habe ich tatsächlich 300 Euro für ausgegeben, aber das alles andere, was ich mir gekauft habe, liegt weiter drunter. Und im digitalen Bereich geht alles schnell in die Hunderte und ganz schnell auch in die Tausende von Euro, wo ich mal denke, mein Gott, das ist echt eine Riesenspanne. Und da müsste man sich wirklich auf ein System einlassen und das sozusagen stückweise ausbauen. Das kann man ja auch machen. Aber so die Variante des Spieltriebs, des Testens, des mal auf was Neues einlassen, ach, weißt du was, das kenne ich nun schon, wie sieht es denn damit aus? Oder auch mal Freunden eine Kamera auszuleihen, sag, komm, hier, nimm mal einen Monat mit nach Hause, probier mal aus. Das würde man mit einer digitalen Kamera wahrscheinlich nicht machen. Da würde man wahrscheinlich sagen, ach nee, ist ein bisschen teuer, was ist, wenn die runterfällt, was ist, wenn die einen Knacks kriegt, was ist, wenn die irgendwie nicht fachgerecht bedient wird. Also man ist entspannter im Umgang mit dem Equipment bei den Analogen, zumindest geht es mir so. So, was haben wir noch hier? Wir haben, Luca16 fragt nochmal nach, möchte gerne Doppelbelichtung machen, hat sich eine Smena gekauft, die leider kaputt ist, Smena 8M, eine wunderschöne Plastikkamera, altes russisches Ding, mit, wenn ich das richtig weiß, mit einer Glaslinse drin, also im Gegensatz zu den Toycameras, die ich nur häufig euch zeige, hat die auch eine Glaslinse drin, ist manuell mit allen möglichen Einstellmöglichkeiten, ist eine wunderbare Lernkamera, sehr leicht und sehr günstig zu kriegen. Also ich habe jetzt ein bisschen mal geguckt bei eBay, die liegen so um die 20 Euro. Manchmal muss man ein bisschen gucken, weil die kommen dann aus fernen Ländern geschickt und da muss man halt mal so ein bisschen gucken, was sind die Bewertungen der Verkäufer. Wenn man dann weiß, okay, das läuft hier regelmäßig gut bei denen, dann wäre ich auch kein Problem mit. Manchmal muss man einfach ein bisschen aufpassen. Aber
Nichtsdestotrotz, die ist mir da eine spannende Kamera, die fehlt mir noch. Also, falls sie mir irgendwann vor die Füße läuft und ich mich da mal nicht zügeln kann mit meinem Einkaufswillen, wäre die auch auf alle Fälle auf meiner Wunschliste nochmal. Aber hier war die Frage nochmal, was kann man machen, wenn man Doppelbelichtung machen möchte und eine möglichst günstige Kamera haben möchte. Also gibt es zwei Varianten. Das eine ist zu sagen, man geht in den Bereich Mittelformatfilme. Da ist es sozusagen in sehr vielen Kameras einfach so, dass man ein Foto schießt und erst wenn man physisch den Film weiter dreht, dann sozusagen wird das Filmmaterial weiter transportiert. Sonst schießt man immer an der gleichen Stelle auf dem Film, macht sozusagen automatisch, gewollt oder ungewollt, Doppelbelichtung. Wenn man alle Kameras, die sozusagen mit so einem automatischen Weiterspulsystem arbeiten und auch nur dann den Verschluss wieder spannen, das ist ja sozusagen häufig eine Mischung, was man sagt, man mit so einem Hebel oder mit einem Drehknopf, man spult weiter zum nächsten Film und dabei wird auch der Verschluss wieder neu gespannt, dass man auslösen kann. Es gibt Kameras, da ist das getrennt voneinander. Das ist relativ einfach, dass man sagt, okay, ich spanne sozusagen neu und mache das Foto auf dem gleichen Frame. Oder es gibt Kameras, die machen sozusagen diesen kombinieren den Filmtransport mit dem Auslöserspannen. Da gibt es einen Trick, wenn man das machen möchte. Also zum Beispiel bei den klassischen Spiegelreflexkameras ist das ein ganz wunderbares Ding, wo man es ganz einfach machen kann, wo die Verbauung auch so ist, dass es wirklich funktioniert. Es gibt meistens auf der Unterseite einer Spiegelreflex einen kleinen Knopf, den drückt man rein, damit der Film entriegelt wird. Das macht man normalerweise, bevor man den Film zurückkurbelt. Und in diesem Fall, wenn man Doppelbelichtung machen möchte mit einem 35mm Film, ist es so, man macht das Foto, man drückt den kleinen Knopf rein, zieht dann den Hahn weiter. Der Verschluss wird neu gespannt, der Film wird aber nicht weiter transportiert, weil man diesen Ausriegelhaken gedrückt hat. Und macht dann das zweite Foto auf dem gleichen Frame. Und beim nächsten Mal weiterziehen, dann zieht er auch wieder weiter. Das heißt, der kleine Knopf springt dann wieder raus, wenn man ausgelöst hat und kann sozusagen ganz normal weiterziehen zum nächsten Frame und das nächste Bild machen. Das ist eine gute Variante, wenn man das einfach mal ausprobieren möchte, ganz normal auf einer Filmrolle sagt, ich fotografiere ganz normal hier im Urlaub, aber diese eine Sache hätte ich gerne mal in Doppelbelichtung. Ist das ein guter Trick, wie man das mal eben schnell machen kann, ohne dass man dafür überlegen muss, brauche ich dafür eine andere Kamera oder so. Das ist eine gute Sache. Viele der Einfachskameras, diese ganz einfachen Plastikkameras, die man früher so im Auto hatte, um Unfälle zu dokumentieren oder so, die haben auch diesen Auslöseknopf, die sind aber häufig relativ plastiklich verbaut und da klappt das nicht immer. Da muss man ein bisschen gucken, wenn die Kamera da gut verbaut ist und dass man wirklich reindrücken kann, das hält von alleine und man spult weiter zum nächsten Film nach dem Auslösen, dann ist das eine super Sache. Wenn man sagt, ich möchte gerne was machen, wo das sozusagen auch dafür angelegt ist, dass man das damit macht, ist eine gute Option die Lasardina von Lomography, das geht ganz gut. Die hat sozusagen einen kleinen extra Hebel, da steht ein MX drauf, den muss man einmal ziehen, nachdem man ausgelöst hat, dann spannt er auch nur den Auslöser nochmal und dann kann man nochmal auslösen, immer an der gleichen Stelle und dreht erst dann weiter zum nächsten Bild. Das ist eine Variante. Und da gibt es natürlich, klar, wie gesagt, eine Holger ist ganz klassisch, wie auch viele von diesen alten Faltkameras. Wenn ihr mal so guckt, diese mit so einem Balgen vorne dran, die mit Mittelformat arbeiten, die kriegt man ja auch von Apple und Ei hinterhergeschmissen. Und wenn der Balgen noch lichtdicht ist, dann sind die auch relativ sicher noch funktionstüchtig. Und da gibt es häufig die Möglichkeit, dass man sozusagen das Bild macht und den Verschluss manuell spannt. Dann kann man sozusagen 10-mal auf der gleichen Stelle knipsen, eine wunderbare Geschichte. Also ich hoffe, das war jetzt so ein bisschen, war ein bisschen ausführlich, aber ich hoffe zumindest, dass es ein bisschen hilft, lieber Luca. So, und dann haben wir noch Nyl 23. Der macht sich nochmal Gedanken zum Thema, er sagt auch hier, analog digitales Bockmist, und sagt dann nochmal so ein bisschen die Frage nach dem Unterschied zwischen Künstler und Amateur. Das ist bei mir immer so ein bisschen eine Frage, ob es diese Trennung wirklich gibt oder ob auch das einfach eine Frage ist von der Einstellungsgeschichte oder der Herangehensweise an die Fotografie, ob man sagt, bin ich eigentlich Künstler oder bin ich einfach nur Knipser, bin ich Amateur, bin ich Profi? Also Profi ist klar definiert, jemand, der Geld für das kriegt, was er da treibt. Das ist ein Professional, also jemand, der Geld kriegt, ist ein Profi, egal ob der gut oder schlecht ist. Und jemand, der das sozusagen ohne finanziellen Plan macht sozusagen, der ist ein Amateur, also ein Hobbyfotograf, aber auch die können häufig noch viel besser sein als Profis. Das hat sozusagen die Lernstufe und die Ernsthaftigkeit und die Intensität des Fotografierens hat nichts damit zu tun, ob man sozusagen Profi oder Amateur ist. Und die Frage, ob man Künstler ist, ist, glaube ich, nochmal die nächste Stufe, ob man sozusagen sagt, ich möchte was ausdrücken mit den Bildern, ich habe ein Projekt, was ich mir überlegt habe. Ich habe vor, es Leuten zu zeigen, oder es ist eine Art des Ausdrucks für mich selber, oder ich
mach was und hoffe, dass Kunst in dem Moment entsteht, wenn Leute drauf gucken und mit dem Bild interagieren. Also wie man Kunst definiert, ich glaube, da können wir einen ganz neuen Videokanal für aufmachen und uns jeden Tag darüber unterhalten und kämen zu keinem abschließenden Ergebnis. Aber für mich ist Kunst immer so eine Geschichte von Intention, zu sagen, ich möchte etwas schaffen, etwas Neues aus Kreativität, aus eigenen Gedanken, meine eigene Gedankenwelt irgendwie materialisieren in einem Kunstwerk, egal was das ist, ob das Bildhauerei ist, Malerei, Fotografie oder was auch immer, Songwriting. Dann die Frage der Präsentation zu sagen, wie stelle ich das dar, wie zeige ich das, wie lasse ich das anderen Leuten zukommen. Und dann aber auch die Frage, wie reagieren Leute auf das, was sie da sehen und was sie da hören, was sie anfassen bei Bildhauerei, wenn man das anfassen darf. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten auch da, wie Kunst entstehen kann. Manchmal ist das Kunstwerk alleine, isoliert, ohne die Interaktion mit dem Menschen, der drauf guckt, relativ tot. Aber entwickelt ganz viel Leben, sobald jemand sich da vorstellt und damit irgendwie versucht, was anzufangen. Das ist auch ein ganz spannender Bereich. Und auch das ist Teil der Kunst. Und da ist halt auch die Frage, wie geht der Künstler, die Künstlerin mit dem Gedanken um? Und das lässt sich gar nicht so von mir oder jemand anders definieren, sondern das macht jeder für sich alleine. Und das finde ich das Spannende eigentlich bei dem Gedanken, was ist eigentlich Kunst? Und vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen mehr reden in Zukunft. Denn ich habe viele Bilder, die ich als Künstler geschossen habe. Es gibt Bilder, die habe ich geschossen als Knipser, sagen wir es mal so, als so Schnappschussgeschichten, als Erinnerungssammler, manchmal einfach nur ohne künstlerischen Anspruch zu sagen, die Szene ist mir so wichtig, der Moment ist mir so wichtig, völlig egal, wie es aussieht, Hauptsache ich habe ein Bild. Da gibt es sehr unterschiedliche Sachen. Manchmal sind aber auch selbst diese Schnappschüsse für einen selber am Ende, auch mit Jahren Abstand, noch viel wertvoller als ein ausgearbeitetes Kunstwerk. Das ist sehr unterschiedlich. Und vielleicht können wir da in Zukunft noch ein bisschen drüber reden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal ein bisschen noch erzählt, was ihr so zum Thema Kunst und was für Arten von Fotografien euch wichtig sind. Seht ihr euch selber als Künstler, seht ihr euch selber als Profi, als Amateur, als wie seht ihr euch oder gibt es da auch Unterschiede bei euch und wie definiert ihr eigentlich, was ist ein Amateur, was ist eigentlich ein Künstler? Da bin ich sehr gespannt auf eure Inputs, aber auch alles andere dürft ihr mir sehr gerne erzählen. Wenn ihr eigene Kanäle habt, eigene Fotoprojekte, die man sich im Netz angucken kann, kommentiert das gerne hier unten bitte und hinterlasst auch einen Link, dass man direkt draufklicken kann, dass die Leute das euch angucken können. Ich würde mich freuen, wenn dieser Kanal mit all den Kommentarfunktionen, die es hier so gibt, auch so ein bisschen zu einem Ort wird, wo ihr untereinander auch teilen könnt, was ihr so für spannende Sachen macht und nicht nur mit mir sprecht und so sehr ich mich darüber freue, aber auch, dass die Interaktion und die Kommunikation auch in die Breite geht und nicht nur hin und zurück, was ja schon ein Riesenschritt ist, dass ihr mit mir sprecht. Herzlichen Dank übrigens dafür. Aber vielleicht schaffen wir das sozusagen, dass dieser kleine Videokanal hier auch eine Art von Plattform wird, wo all die Leute, die Interesse an diesem Thema haben, miteinander ins Gespräch kommen. Das ist jedenfalls mein Wunsch. Soweit so gut. Wenn euch das hier gefallen hat, seid so gut, klickt auf den Abonnier-Button, falls noch nicht geschehen. Erzählt euren Freunden und Verwandten davon. Das ist meine wichtigste Bitte, dass möglichst viele Menschen wissen, was wir hier so treiben. Und finde mich bei Facebook unter D18Foto, auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wir trinken noch einen Schluck Kaffee auf euch. Genießen noch ein bisschen die Sonne. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Schluck. Leer. Weiter knipsen.